hier das Advanced Alloy mittlerweile fertig gemacht und damit können wir jetzt weiterarbeiten. Dafür werden wir nochmal in großen Massen Glas und Steine brauchen. Mein kleinster ist schon, zwar schon wieder. Boah, diese Tiere, Geräusche sind ja schon nervig. Ist zwar schon wieder ziemlich leer, aber das ist nicht so wild. Naja, das wollte ich das eigentlich gar nicht. So funktioniert das nämlich auch. Ja, und ich muss ihn wieder einsammeln. Das ist ein bisschen komisch. Das hat sich in den Versionen mittlerweile geändert. Früher war es so, dass der von alleine da drin blieb. Boah, was macht diese Geräusche? Das nervt mich ja gerade sowas von. Wahrscheinlich sind es Delfine oder so, die sich hier im Wasser rumtreiben. Die sammeln sich nämlich gerne mal hier. Ich räume hier jetzt einfach mal auf und hau alles, was hier drin ist, recht schnell kaputt. Oh, sogar so ein Wissblob. Ja, mein Leben macht das ohne Probleme mit. Ich will nur die kleinen Wissblobs noch platt bekommen. So. Da ist noch einer. Ja, getroffen. Ja. So, alles weg. Hier sieht man übrigens schon, wie schnell wir sind. So. Oh, hallo Löwe. Du kriegst jetzt auch auf die Nase. Das lassen wir erstmal da drin. Hoffentlich sind die Geräusche jetzt wieder weg. Die waren nämlich doch schon nervig. Außerdem war es gar kein Wissblob, sondern ein Tainted Blob, aber naja. Ich fühle mich von diesen Geräuschen verfolgt. So, was wir jetzt machen, ist das hier. Reinforced Stone. Davon mache ich mir gleich ganz, ganz viele. Das will ich nämlich als Mauer verwenden. Ich hätte mir vielleicht hier einfach ein paar mehr reinlegen sollen. Das auch funktioniert. Und dann machen wir uns ein bisschen Reinforced Glas. Davon brauche ich nicht so viel. Ging das nicht so? Ach, da brauche ich zwei für. Okay. Weiß ich Bescheid. So, ich denke mal, das sollte mir davon reichen. Ein Glas erstmal, obwohl. Ne, ich mache mir mal noch einen zweiten Stack. Man weiß ja nie. Die Dinger haben leider keinen. Ja, so ist in Ordnung. Kein EMC-Wert, was ein bisschen schade ist. Das wird mir das Leben doch nochmal deutlich einfacher machen. Ah, und das dürfte sogar ziemlich genau hinter passend aufgehen, wie viel Stein ich danach habe. Ja, passt doch ganz gut. Glas haben wir wieder über. Das lagere ich einfach mal ein, weil das werde ich eh nochmal brauchen. So. Dann werden wir damit nämlich jetzt anfangen, die ersten Gebäude dafür zu errichten. Ich werde mir noch hinter überlegen müssen, wie ich die Decken davon mache. Das kann ich mir echt gleich schon überlegen. Und was ich dafür noch brauchen werde. Glasfaserkabel brauche ich nämlich und die High Voltage Arrays, mit Voltage Arrays. Und ich denke, ich werde für die Dächer, aber es gibt hiervon leider keine so Treppenstufen. Was ein bisschen schade ist, wobei ich kann mir das auch. Nee, ich mache das so, dass ich mir davon Flachdächer mache. Das finde ich cooler. Und was ich auch noch haben möchte, fällt mir gerade mal so ein, was ganz cool wäre für innen drin. Wäre, wenn ich mir da Eisen ein bisschen was mitnehme. Erstmal sollte ich ihm Eisen beibringen. Ja, Eisen kann er schon gut. So, brauchen wir leider einen großen Teil unserer Vorräte hier auf. Die muss ich entweder mal wieder auffüllen. Das kann da mit drauf. Und hier raus stelle ich mich nämlich hin und mache mir Blöcke. Block of Iron, genau den. Sind zwar nur 21 Stück, aber für das, was ich vorhabe, kann das durchaus schon reichen. Da bist du, du bist der Übeltäter. So. Gab jetzt vor allem ganz viel Loot, aber vor allem haben wir noch Ruhe vor dir. So. Auch wenn es, glaube ich, schon wieder dunkel wird. Och nö. Und jetzt überlege ich mich gerade, welches Haus ich mir als erstes baue. Ich habe mehrere in Planung. Und ich habe natürlich auch nicht dran gedacht, dass ich vielleicht Erde bräuchte, um die Löcher hier zuzumachen. Okay, kleine Planänderung. Ich hole mal noch Erde.
Da müsste ich irgendwo noch welche haben und kann mich dann nochmal ins Bett legen. Pennen müsste ich sowieso mal, wobei ich weiß ja, dass mein Respawn-Punkt funktioniert, aber trotzdem wäre das nach einem Versionsupdate eigentlich sicherer, sich mal wieder ins Bett zu legen. So, habe ich hier irgendwo noch Erde? Nö, habe ich unten vielleicht noch welche? Das ist durchaus möglich. Dass ich mir die einfach hier erstmal alle reingetan habe. Ja, da habe ich wenigstens noch ein bisschen was. Muss ich noch ein paar mehr machen. Einen kleinen Rest Energie hatten wir ja noch. Für Erde reicht das ja zum Glück. Und dann können wir auch sicherheitshalber mal hier ein Lagern davon. Man weiß ja nie. Und dann ab ins Bettchen. Ja, die hübsche Berechnung funktioniert immer noch. Da habe ich mir seitdem noch gar nicht wieder angeguckt. Das ist natürlich nicht so spannend. Und das ist ein bisschen strange, dass ich hier unten meine Rüstung leben und sowas noch sehe. Aber naja, kann man nichts machen. Aber ich kann ja schon mal erzählen, was ich vorhabe. Ich werde mir mindestens drei Gebäude da reintun. Das eine wird so ein bisschen Verwaltungsgebäude. Was erzähle ich dafür? Verwaltungsgebäude, das wollte ich sagen. Irgendwie habe ich das G da ein bisschen zu früh eingebaut. Also ein Verwaltungsgebäude, wo halt ein paar Truhen und Maschinen, nicht Maschinen, sondern Arbeitssachen noch reinkommen, so Project Table und sowas. Dann eine Halle für, da möchte ich mit den Voltage Arrays mir Maschinen reinbauen. Oh Gott, wie kommen die hier eigentlich rein? Naja, ich sollte vielleicht einfach die Türen zumachen. Können die nämlich nicht in mein Schlafzimmer, so. Ja, wo war ich? Ach ja, und ein Gebäude, eine längere Halle. Ich glaube, die werde ich jetzt zuerst bauen, in die ich mir meine Kristalle reinsetze. Da muss ich mir noch was für den Fußboden überlegen. Fällt mir mal so ein. Hätte ich mir vielleicht noch Clearstone dafür mitnehmen. Da wird zwar ein Eisenfußboden cooler, aber den werde ich mir nicht leisten können. Wo doch, wenn ich Red Matter nehme, kann ich mir den leisten. Ha. Nein, ich will gar nicht schlafen. Ich wollte meine Türen wieder aufmachen. Und mir dann einfach mal unseren Red Matter Vorrat dafür ein bisschen ausnutzen. Die Tür geht wieder zu. Ein Ocelot. Wo kommt denn hier ein Ocelot her? Hallo, mein Kleiner. Nein, hier tue ich nichts. Du bist ein ganz Lieber. Die sind so knuffig. Ich habe mich so gefreut, als Ocelot ins Spiel eingeführt wurde. Ich hatte da so Spaß dran, die Viecher zu suchen und zu zähmen. Jetzt bin ich gerade einfach zu faul, mir dafür Fische zu sammeln. Aber sie sind knuffig. Irgendwann werde ich mich auch wieder hier zulegen, auch wenn sie natürlich die meiste Zeit eher nerven, weil sie sich auf irgendwelche Truhen setzen. Aber irgendwann gibt es ja auch nochmal einen Ocelot-Park oder so. So. Dann nehmen wir einfach mal den hier. Das hast du halt gelernt und darauf möchten wir auch hinaus. Und jetzt klatschen wir uns davon mal ganz viel ins Inventar und stellen fest, dass ich mich da total fehlkalkuliert habe. Dann lassen wir ein paar hier drin, dann kann ich mir noch mehr machen. Ich weiß nämlich noch nicht, wie viel ich davon eigentlich hinter brauche. Und brauche noch mehr davon. Jetzt bräuchte ich eigentlich einen kleinen Star. Wo habe ich die Red Matter denn hingetan? Oh, super, ich habe die scheinbar weggezaubert. Ich sehe zumindest keine mehr. Na geil, man hat die restliche Energie weggezaubert. Na egal. Ich will jetzt endlich anfangen zu arbeiten. Die Energie lasse ich den Thema für mal drin. Die kann man immer noch mal brauchen. So, Dörte. Den brauchen wir, um die Löcher wieder zu machen. Zum Teil sind die noch über von dem Zurücksetzen. Da war ich nämlich noch nicht hundertprozentig fertig, die zuzumachen. Ab und zu sind ja noch mal Creeper explodiert, als ich Erfahrung gefarmt habe. Das ist auch durchaus mit drin gewesen. Und jetzt habe ich, glaube ich, noch gar nicht erzählt, was in das längliche Gebäude eigentlich rein soll, oder? Da sollen meine Thorncraft-Kristalle rein. Da würde ich mich dann mit dem Crystalline Bell, war es das? Nein, das war nicht das Crystalline Bell. Ich habe gerade vergessen, wie das Ding heißt. Ich weiß, dass wir das passende dafür erforscht haben. Und dann nochmal ein Glas und Diamant reintun müssen. Dann können wir uns damit hinstellen und erstmal kann ich hier noch Löcher zumachen. Das ist eine andere interessante Frage. Ja, das war falsch geschrieben. Ja, es gibt noch Scarfolds, es gibt nämlich sogar Iron Scarfolds. Geil. Ich denke, die werde ich mir dann machen, um da hier die Wand ein bisschen abzustützen. Und wie mache ich das mit der Gebäudelänge? Auf jeden Fall darf der Sand hier noch weg. Ich wollte hier einfach noch Fläche für einen Zaun einplanen.
Und ich habe schon wieder keinen Platz, was? Immer das Gleiche damit. Nein, das wollte ich auch nicht. Das kann ich sowieso erstmal hier einlagern. Die brauche ich bei dem ersten Gebäude dann noch nicht. Dann machen wir uns hier ein bisschen Platz frei zu den Rändern und fangen hier schon mal an. Nämlich die Bodenfläche wollte ich aus Eisen machen. Mal gucken, wie das hinterher aussieht. Aber es sieht halt hoffentlich schön industriell aus, auch wenn ich mir da im Endeffekt nur Kristalle züchte. So, von der Länge her, das ist schon zu viel. So viel brauche ich gar nicht. So viel brauchte ich wahrscheinlich auch gar nicht. Ich hätte gerne zwei weniger gehabt. Machen wir das Gebäude nicht zu groß, weil es gibt auch noch ein anderes großes Gebäude. Fällt mir gerade ein, was ich hier hinterher reinbauen will, nämlich das für Railcraft. Da kann ich auch noch ein bisschen flexibel sein, weil die Railcraft braucht recht komische große Teile. Und dafür können wir uns dann hinter das Gebäude noch eins nutzen. Dafür ermöglicht uns unter anderem Railcraft dann diese coolen Zäune zu bauen, mit denen wir dann die Iron Scaffolds machen können. Prinzipiell könnte ich die Eisenzäune, glaube ich, auch als Mauern hierfür verwenden. Das könnte auch ganz cool sein, dass ich das aussehen lasse wie so Strom um Mauer, nicht Stromzaun ummauert. Das könnte man mal probieren. Bei meinen Proben, die ja leider dann durch den Weltwechsel, durch die Versionswechsel vernichtet wurden, hatte ich da einen Lehmzaun, also Brickzaun. Das sah irgendwie nicht so, halt eine Mauer, kein Zaun, das sah nicht so geil aus. Ups, jetzt habe ich meinen Sound gelootet, das war weniger gut. Dementsprechend werde ich das wohl nicht nochmal machen, weil das sah halt irgendwie ein bisschen strange aus. Das war dann. Also es war halt schon eine Mauer und so, aber passte halt irgendwie nicht zur Industrie, auch wenn ich mich da hingestellt habe, kleine Türme dran gebaut habe mit cooler Beleuchtung, die wir hier auch noch ausprobieren können, aber das war halt irgendwie alles nicht das Gleiche. Aber war alles nicht passend. So, jetzt investieren wir hier Eisenblöcke. Ich finde die Farbgebung von denen gar nicht so optimal dafür. Aber ich finde die Vorstellung von, wir haben hier einen Stahlboden, einen Eisenboden, kein Stahlboden, Stein gibt es auch noch, finde ich aber schon ganz cool. Vor allen Dingen, wenn wir hier künstlich Kristalle nachzüchten. Man könnte jetzt auch versuchen, das eher wie ein Chemielabor aussehen zu lassen. Aber da passt das ja auch schon fast rein. Ich überlege gerade sogar, ob ich nicht das. Oh ja, ich werde das komplette Gebäude so aus Eisen machen, dass das so ein bisschen wie so ein Chemielabor aussieht. Das könnte funktionieren. Vielleicht sollte ich mir noch weiße Wolle holen, die ab und zu mit einbauen. Und vielleicht am Anfang. Oh, jetzt kommen Ideen. Das ist immer das Schöne am Bauen, wenn dann zwischendurch noch coole Sachen einfallen, die man dafür machen kann. Werde ich auf jeden Fall noch weiße Wolle brauchen. Brauchen. Erstmal bauen wir das Gebäude selbst. Da kann ich. Oh ja, es gibt aus Computercraft ja die Möglichkeit, Computer zu bauen. Ich habe die noch nie. Ich habe mit dem einmal gebaut beim Testen und damit nichts anfangen können, weil es recht komplex ist. Aber ich kann mir die einfach als Maschinen hier reinstellen. Geil. Wie sieht das mit der Eingangstür aus? Wie mache ich das? Ich hätte gerne eine Doppeltür, ne? Ich mache das mal so, dass ich den hier noch einen breiter mache, damit ich mir eine Doppeltür leisten kann. Schmaler machen will ich ihn nicht. Also ich weiß, es ist auch ein bisschen Verschwendung eigentlich, dass ich hier auf die Eisenblöcke, also dass ich im Boden auch Eisenblöcke drin habe. Aber so macht es das Planen etwas leichter und na, wir haben halt die Red Matter, ne? Wenn ich das zum Bauen haben will, kann ich mir also, wenn ich mir das jemals genug Eisen dafür zusammensuchen wollen würde, um das zu bauen, ne, würde ich ja Tage brauchen, bis Jahre. Aber so kann ich mir das ja einfach machen. Ich glaube, das wird ganz cool aussehen, als das Triebwerk, unser kleines Chemielabor, in dem dann, wie gesagt, Kristalle gezüchtet werden. Ich weiß zwar nicht, ob die hier über dem Gebiet, ob das gut funktionieren wird. Das ist ja sowieso sehr langsam und braucht dann immer sehr, sehr lange. Und wenn wenig Wiss in der Luft ist, noch länger. Aber heißt ja nicht, dass wir es nicht trotzdem versuchen können. So,
Das wäre schon mal die Ummantelung. Dann muss ich gleich mal schauen, wie ich das mittig mache. Da kann ich mal Fenster einbauen. Zwar keine so großen, aber immerhin, weil Riesenfenster machen, finde ich bei einem Chemielabor nicht so viel Sinn. Also, da habe ich jetzt zwei von der Kante mir freigelassen. Das heißt, hier machen wir das auch so. Ich finde, dieses Refined-Glas sieht auch ziemlich geil aus. Sieht halt wirklich so schön industriemaschinell-glasmäßig aus. Ich frage mich nur gerade, ob ich es irgendwie bekommen könnte, dass es irgendwie auch ein bisschen zeltförmig aussieht, dass es so ein bisschen abschlammt. Aber ich glaube, das wird nicht gehen. Und ich habe da das Ding einen zu breit gebaut, einen zu weit hier gebaut. Die Frage, kriegt man dich wieder? Ne, du bist dann leider auch vernichtet. Schade, das wäre cool. Hier muss ich runter. So. Wie lange baue ich? Ach, ich habe ja noch sogar noch Zeit hier zu bauen. Das wird wahrscheinlich eh ein paar Folgen dauern. Ich wollte das aber nicht alles wieder als Bauaktion machen. Ich habe nämlich noch einige Bauaktionen, die ich machen will. Und wo ich jetzt halt auch für eine schon mal angefangen habe, offscreen mal zu bauen. Nur wenn ich jetzt quasi mich nur auf die versteifen würde, dann würdet ihr wahrscheinlich die nächsten paar Tage keine Folgen bekommen. Weil ich gar nicht mehr so viel auf Vorrat habe. Ich habe meinen Vorrat da recht gut ausgenutzt. Und brauche dann halt wieder welche. Und will mich mit der Bauaktion aber auch nicht hetzen, weil das ist bei Minecraft das Schlimmste beim Bauen, wenn man sich nicht genug Zeit dafür lassen kann. Teilweise bin ich gerne schnell und hetze, aber wenn irgendwie mal neue Ideen mit reinkommen müssen oder so, dann muss man sich auch die Zeit lassen können. Das ist dann doch ziemlich wichtig. Ja, und jetzt war ich wieder ungeschickt. Das kommt davon, wenn man nebenbei labert, weil normalerweise ist ja dieses Minecraft ist ja super simpel. Man kriegt das alles gut hin, auch von der Steuerung. Aber wenn man erstmal anfängt, nebenbei zu labern und sich nicht mehr aufs Spiel konzentriert, da passieren dann die dümmsten Sachen. Und das erklärt dann auch immer, warum Leuten große Missgeschicke passieren. Weil sie halt nebenbei reden müssen. Und dementsprechend sich auf andere Dinge konzentrieren. Wie mache ich das hier am besten? Das so. Oh, ich kann hier sogar. Stimmt. Je länger man das macht, umso mehr Ideen kommen einem. Das ist mal so. So kann ich schneller bauen. Langsam wird es dunkel. Ist natürlich im gewissen Maß auch komisch, dass in einem Chemielabor so viele Fenster sind, aber ich persönlich finde es immer ein bisschen schöner, wenn man auch Fenster drin lässt. Dementsprechend wird es hier auch oben wieder welche geben. Aber nicht so große, sondern so ein paar. So kleine Oberlichter halt. Oberlichtmäßig. Und mittlerweile wird es dunkel. Mittlerweile, ich habe jetzt ja auch auf easy gelassen. Auch nur, weil ich es eigentlich auch passend finde, nicht die ganze Zeit nur auf Peaceful zu spielen. Das ist gerade beim Bauen super angenehm, wenn man sich verhinstellen kann und gemütlich bauen kann. Aber irgendwo soll ja auch mal ein bisschen Herausforderung da sein. Und so kann ich auch zwischendurch wieder Erfahrungspunkte sammeln. Hallo, kleine Ziege. Tschüss, kleine Ziege. Das hier ist mein Chemielabor. Ich bin da sehr eigen. So. Kram, der erstmal wieder eingeräumt werden kann. Und dann können wir nämlich hierfür, ist mir immer so eingefallen, auch coolerweise die Dinger verwenden. Weil dieses grünliche Licht passt zu einem Chemielabor, oder grünlich aussehende Dinge passt zu einem Chemielabor natürlich super gut. Sehr schön, das gefällt mir. Und dann werden wir nämlich wohl... Erstmal werde ich nochmal mehr Eisenblöcke aus dem Beutel holen, nachdem ich hier schon so viele verbraucht habe. Sehr schön, das passt. Ich nehme mir das hier quasi als meine Zuchtbänke. Da werden... Oh, ich brauche aber eigentlich 6. Aber das so. Ja, das ist okay. Das passt vom Verhalten. Und jetzt brauche ich dann mal doch mal weiße Wolle. Und kann mal gucken, was es so an Computersachen gibt, ob ich da etwas Hübsches finde.
was man da als Terminal oder so hinstellen kann, das halt aussieht, als würden da wirklich Leute dran arbeiten, da Kristalle zu züchten. Und ich kann mir auch schon mal Kristalle selbst machen, auch wenn ich wahrscheinlich noch nicht genug habe, um die Fläche, die ich mir da eingeplant habe, zu bebauen. So, weiße Wolle. Was man hinstellen kann, das alles hier oben reintun, weil ich das bei dem Gebäude ja noch gar nicht nutze. Und ist davon etwas Monster-Loot? Ja, der Slimeball. Dann können wir den nämlich direkt mal hier lassen, wenn wir schon in der Monster-Loot-Truhe stehen. Den Kram können wir gleich einmal hier reinwerfen. Oh, hier. Oh, wir haben in allen Tables den gleichen Wert drin. Das ist natürlich interessant. Ich dachte eigentlich immer, man hat quasi einen Table für. Ah, jeder Table ist unabhängig. Aber naja. Dem ist wohl nicht so. Da haben wir weiße Wolle. Und ich kann mich ja direkt hinstellen, davor ist noch Eisen machen, weil das werde ich unter Garantie auch noch brauchen. Eigentlich würde ich auch gerne noch ein Stack Clear Stone. Habe ich hier noch gar nicht drin, scheinbar. Na, den braucht er da gar nicht reintun. Dich wollte ich haben und dich kann er scheinbar noch nicht. Ja, dich konnten wir bis gerade noch nicht. Interessant. So, wir werden nämlich jetzt auf jeden Fall 2, wir wollen 4 Eisentüren brauchen. Leider noch nicht stackbar und dementsprechend auch ein paar Schalter. Ich werde mir jetzt nicht die Mühe machen, die so zu bauen, dass man die Türen, ups, zusammen verwenden kann. Also, dass man sich hinstellen kann und sagen kann, ich drücke einen Schalter und beide Türen gehen auf. Das kann ich nämlich nicht gut genug. Habe ich auch gerade keine Geduld zu. Dann gucken wir lieber nach Computer. Das ist nämlich ein Computer. Der braucht so etwas. Aha. Computer Iron Chip. Was kannst du denn für? Gold Chip. Obsidian Chip. Sensor Controller. Sieht ja auch cool aus. Kann man verwenden. Kann man, das auch, das ist das Rezept. Das braucht ganz viele Dinge. Ich denke, wir können es erstmal hinstellen und können uns Computer machen. Ach, das muss gar kein Glas sein, sondern ein Glaspanel. Ha. Na, dann können wir uns sogar noch mehr Computer wahrscheinlich machen. Ich merke gerade, ich habe hier Reforced Stone dagelassen. So sind wir schon mal 8 Stück. Jetzt würde ich aber trotzdem mal gucken, ob wir da vielleicht noch mehr solcher Sachen finden, die sich vielleicht nicht ganz so aufwendig bauen lassen. Cropperweiser, ja, das sieht eher anders aus. Reinforced Doors gibt es. Cool. Ich muss gleich mal nach Türen gucken. Momentchen. Aber erstmal gucken, das sind die Fur-Sachen. Heart of Fire kenne ich noch gar nicht. Ich das finde, kann ich die alle drei Sachen zusammenmischen. Das kann ich wahrscheinlich in der Hölle bekommen. Wireless Tracker, das Schiff. Jetzt hätte ich ja eigentlich gerne schon die Kabel. Was es hier für Sachen gibt. Monitor, das ist zum Beispiel interessant. Disk Drive Wireless Modem. Das sind die Sachen, die interessieren. Das heißt, wir nehmen erstmal einen Monitor. Wir machen uns erstmal nochmal ein bisschen Stone. Und ich muss einmal lesen, Moment. So, gern weitergehen. Nisa ist vorbei. Dann stellen wir uns nochmal hin. Wir machen uns erstmal auf jeden Fall so ein paar Monitore. Monitore sind für solche Sachen immer gut, muss man ja einfach mal sagen. So, Monitor haben wir. Was haben wir hier noch? Turtle? Turtle sind, glaube ich, andere Dinge. Aber kann man auch machen. Computer und Eisen und eine Chest. Das heißt, wir haben jetzt erstmal eine Chest. Was ist das denn? Chair. Es gibt jetzt also auch Stühle. Jetzt muss ich mal nach Einrichtung gucken. Ja, das ist der Monitor. Ich wollte den Computer da hin tun, auch wenn die sich recht ähnlich sehen. Und Eisen hatten wir zum Glück noch. Ich habe keine Ahnung, was so ein Turtle macht, aber wir nehmen das jetzt mal mit. Und wir stellen uns dann schon mal hin und lagern unsere Türen und ein bisschen was von der Wolle da rein. Nach Türen wollte ich ja sowieso gleich nochmal extra gucken. Wireless Modem kann ich mir auf jeden Fall machen. Keine Ahnung, was die bringen, aber kann man an die Wand packen.
Und Disk Drive. Disk Drive ist sogar tendenziell interessant, weil wir haben ja schon Disk. Ich habe noch keine Ahnung, was die machen, wie man sich sowas zusammenbaut. Ich werde die da gleich einfach mal munter hinsetzen. Und man kann sich Dinge für verschiedene Sachen einrichten. Wireless Turtle. Turtle sind wahrscheinlich. Ah, wahrscheinlich kann ich dann den Monitor benutzen, um diese Geräte alle zu steuern. Mili Turtle. Einen Sensor brauche ich wahrscheinlich noch nicht. Sensor Controller. Naja, die Sachen sind mir zu komplex. Burning Wing, Crystal Wing. Burnt Wing. Was ist das denn? Moment, das muss ich mir mal notieren und mal hintergucken, was das ist. Das klingt jetzt ja spannend. Wo sind meine freien Zettel? So. Ich muss mir mal ein paar Dinge notieren und hinter die Wiki einhauen, um herauszufinden, was das ist. Crystal Wing. AML. So, das habe ich mir notiert. Was auch immer das dann ist. Horse Saddle, Iron Horse Armor. Ja, das kenne ich schon. Das kann man sich bauen. Das ist ganz cool. Haystack. Ja, man kann sich Heuballen machen als Deko. Sugar Lamp. Das muss ich auch nachgucken. Auf jeden Fall. Das klingt cool. Auch wenn ich mir jetzt schon denken kann, was das kann. Nämlich Licht in Form von einer Zuckerverstärkung. Also Kitty Bed. Man kann sich Katzenbetten bauen. Diamond Horse Armor, Gold Horse Armor, das ist das recht? Unicorn Staff Whip. Ich kann mir ein Fishbowl machen. Dann kann ich da Fische reintun. Oh Mann. Bone Amulet. Aha. Das muss ich mir auch mal gucken. Ich sollte mich eigentlich schon mit der Wiki mal alles durchgucken, was hier gibt. Ich sehe gerade, so, das ist ein Switch-Liefer, das ist das Railcraft. Schade, das hätte nämlich sonst von der Form her auch gepasst. Und es gibt ja, es gibt so Red Matter und auch Öfen, aber die brauchen wir hier alle nicht. Do not use this block. Aha, das ist also ein Do not use this block. Interessant. Card Manager brauchen wir wohl nicht. Die Computerteile waren das wohl. Tector brauchen, Dinge brauchen wir nicht. Ich kann mir noch einen. Es gab einen Personal Safe. Den kann ich noch versuchen, mir zu machen. Brauche ich auch erstmal wieder eine Truhe. Dann brauche ich einen Block. Und dann brauchen wir noch einen Circuit. Ich weiß nicht mehr auswendig, was der kann, außer dass man ihn halt auch nutzen kann, um. Ach verdammt, das wollte ich gar nicht. Da deren Sachen zu speichern. Das heißt, das kann man damit ja einfach mal da reinstellen. Das passt ja typtechnisch und ich wollte auch mal extra nach Türen gucken. Es gibt eine Reinforced Door, aber ich finde ehrlich gesagt, die Eisentüren passen dort besser. Ja, ich denke, das ist so okay. Es ist draußen noch hell. Ja, sehr gut. Und, oh, ich stelle gerade fest, wir sitzen ja schon recht lange dran. Dann haben wir jetzt diesen Block noch tot. So, und dann stellen wir uns beim nächsten Mal hin und bauen weiter. Und ihr seht dann, was ich mir dabei gedacht habe, wie wir unseren Chemielabor dort weiterbauen. Bis dann, Leute, macht's gut.